Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 9. Oktober 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 711 und heute habe ich die folgenden Themen für euch bereit. Instagram, Android 10, PlayStation 5 und Opera. Ich beginne mit Instagram, da gibt es nämlich gleich zwei tolle Neuerungen. Zum einen hat man den Dark-Modus eingeführt. Haha, Scherz beiseite. Das zweite ist, endlich versteckt Instagram die Dinge, die ihr verfolgt, geliked und kommentiert habt. Also die sogenannte, wie hieß es auf vielen Webseiten, Spanner-Funktion ist endlich verschwunden. Ein Ding, das schon länger rumkursiert in den Gerüchten, hat sich jetzt endlich durchgesetzt. Finde ich gut und wird langsam ausgerollt. Wer es also noch nicht hat, nicht erschrecken. Es kommt nach und nach serverseitig ausgerollt. Android 10 greift durch, oder Google greift mit Android 10 durch, denn ab 31.01.2020 soll ein jedes neu zertifiziertes Android-Device nur noch mit Android 10 ausgeliefert werden. Da bin ich mal extrem gespannt, ob Google das durchkriegt. In den letzten Jahren haben sie ja viele solche ähnliche Geschichten ausprobiert und Deadlines gesetzt und die Hersteller in Verpflichtung genommen, während 2-3 Jahren Updates zu liefern, etc. etc. Vieles davon hat nicht funktioniert. Ich drücke mal die Daumen, dass das tut. Aber wir werden sehen, am Mobile World Congress werden ja wieder viele neue Smartphones vorgestellt, auch vorher und nachher. Mittlerweile gehen ja die Hersteller wieder eigene Termine durch. Und ja, wenn sie es schaffen, ich würde es nicht schlecht finden. Ich drücke mal ganz fleißig die Daumen. Dann gestern Abend kam total überraschend, auch bei mir auf dem Blog, plötzlich ein Newsartikel zu Sonys neuer PlayStation hervor. Man weiß ja schon lange, ist ein unbekanntes, bekanntes News, dass Sony wie auch Microsoft in den nächsten Jahren die Next-Gen-Konsole vorstellen wird. Und das ist jetzt eben gestern offiziell passiert von Seiten Sony. Man wird das Ganze auf den Winter 2020 rausbringen. Die neue PlayStation wird auf dem AMD Ryzen CPUs basieren. Es kommen erstmals nur SSD-Platten zum Einsatz und auch an der Software wird fleißig geschraubt. Die Optik, wie man sie seit der PS3, der Vita, der PSP und auch dem PS4 kennt, mit dem seitlichen Scrollen und dem ganzen Geschichten, das soll wegfallen und ein komplett neues User Interface dazu kommen. Auch beim Controller gibt's Neuigkeiten, da werden innovative Vibrationsmotoren eingebaut etc. Die Möglichkeit von adaptiven oder von der Druckstärke der Tasten, die separat und eigenständig belegt werden können. Also allesamt soll es eben ein großes und umfangreiches Update geben. Wir dürfen gespannt sein, vor allem natürlich jetzt, was Microsoft so zeigen wird, weil die sind jetzt natürlich in Anführungsschlusszeichen Zugzwang. Opera, der beliebte oder immer noch beliebte Browser, hat zwei neue Funktionen rausgebracht. Zum einen ein Tracker-Blocker. Man sieht, welche die auf der aktuellen Seite, die man ansurft, welche Tracker da im Hintergrund einen ausspionieren, einen personalisierten Daten raussuchen. Und die kann man mit einem Knopfdruck deaktivieren und aktivieren pro Webseite. Finde ich extrem toll, vor allem wenn man da mal so, ja, wie soll ich sagen, Newsseiten wie Blick oder in Deutschland natürlich die Bild, 20 Minuten hier in der Schweiz etc. ansurft und dann schaut, wie da 10, 20, 30 Tracker einem analysieren und ausspionieren. Und dann geht man auf die Seite vom daily.geektalk.ch, auf pokipsi.ch oder an sonstigen Blogs von aus meinem Haus und da sind halt einfach 0 Tracker da. Ja, unsere Hörer und Leser wissen das zu schätzen, dass sie nicht von uns ausspioniert werden. Ja, das waren's mit den Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt das mitnehmen können. Euch wünsche ich einen schönen Mittwoch. Es ist jetzt 16:30. Die Folge geht jetzt quasi live raus. Und ja,
Habt einen guten Start in den Tag. Wir hören uns morgen am Donnerstag wieder, wenn ihr mögt. In dem Sinne, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.